Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem One-Brand-Make-up-Tutorial, heute nur mit Produkten von L'Oréal. Ich habe sehr viele Produkte von L'Oréal und ich könnte theoretisch 5 bis 10 Looks damit schminken, habe ich schon mal gesagt. Heute wird es allerdings einen bunten Mix geben aus altbewährtem, was ich schon sehr lange mag, und ein paar richtig neuen Produkten, die erst in diesem Jahr rausgekommen sind, glaube ich. Ihr werdet zum Beispiel die Eye Paints und Lip Paints in Action sehen und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Video. Ich beginne mit der Foundation. Hier habe ich ein altbewährtes Schätzchen und zwar ist das Perfect Match Hautton anpassendes Make-up. Ich habe die Farbe 6N. N steht für neutral. Es gibt auch noch C für kühle Töne, die so ein bisschen ins Rosa gehen und W für warme Töne. Aber ich habe mich für diese Farbe entschieden und es passt sich auch wirklich dem Hautton an. Ich mag dieses Make-up, weil es leicht ist. Kleine Unebenheiten kaschiert, es ist super leicht auf der Haut, man braucht nur ganz wenig davon. Ich arbeite das mit einem Pinsel ein, von der Gesichtsmitte hin nach außen und ich kann es auch ganz gut aufbauen. Das heißt, wenn ich an einer Stelle mehr Rötungen habe, gehe ich einfach nochmal mit etwas Produkt darüber und habe dann die passende Deckkraft für mich. Wenn die Foundation aufgetragen ist, gehe ich gerne nochmal mit so einem Make-up-Schwämmchen hinterher. Der ist angefeuchtet, aber schon ausgewrungen und damit arbeite ich das Produkt dann nochmal richtig ordentlich in die Haut ein, damit es sich noch besser verbindet. Und ihr seht, glaube ich, schon, dass ist eine Foundation, die die Haut wie Haut aussehen lässt. Das heißt, es ist nicht totmatt, man sieht nicht maskiert aus, es ist trotzdem noch Haut und sie ist auch ein bisschen leuchtend noch. Das heißt, die eigene Haut strahlt noch so durch und ich finde, das hat ein sehr gesundes, angenehmes, schönes Finish. Diese Foundation ist in der Tat ein Klassiker und ich habe sie schon, lasst mich nicht lügen, aber ich meine, es ist schon 20 Jahre her, als ich sie zum ersten Mal gekauft und getragen habe. Damals war die Umverpackung noch anders, es war so ein bisschen breiter. Irgendwann wurde die Umverpackung geändert, aber der Inhalt ist immer noch großartig. Ich weiß auch, dass meine Mama sie sehr gerne und oft benutzt hat. Ich habe sie oft nachgekauft und dann viel anderes ausprobiert, aber jetzt habe ich alle 29, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Shades bekommen von L'Oréal. Ihr seht hier ein Bild, ich blende euch das mal ganz kurz ein. Da ist mein Sohn ganz erstaunt, wie viel Make-up die Mama bekommen hat. Und das ist aufgeteilt, also alle 29 Shades in sehr helle Töne und immer unterteilt in dieses neutral, kühl oder warm und dann mittlere Töne und natürlich noch die dunklen Töne dabei. Es ist der Wahnsinn, das findet garantiert jeder seinen passenden Hautton. Und dadurch bin ich jetzt auch wieder drauf gekommen und habe gedacht, ich trage das direkt mal in diesem Video auf, damit ihr das Ergebnis seht und dass ihr euch auch freuen könnt auf die 29 verschiedenen Shades, die es jetzt gibt. Wenn ihr das nächste Mal in der Drogerie seid, könnt ihr es euch ja mal anschauen und da ist auch auf jeden Fall für euch der richtige Ton dabei. Der nächste Schritt ist Concealer und dazu gucke ich mir jetzt nochmal ganz genau an, wie das Make-up schon die ersten Unperfektheiten abgedeckt hat, wie schön meine Haut schon aussieht und gehe jetzt nur noch her und werde kleine Rötungen abdecken und ein bisschen die Augenringe hier, aber ich brauche wirklich nicht viel von dem Produkt. Ich verwende hier den True Match Concealer, das ist auch ein Klassiker, aber der hier ist, glaube ich, neu rausgebracht worden. Ich habe hier zwei verschiedene Farben, einmal die 2 Vanilla und einmal die 3 Cream und ich mische sie so ein bisschen, brauche nur ganz wenig Produkt und auch das arbeite ich dann nochmal mit diesem Make-up-Schwämmchen ganz ordentlich in die Haut ein. Im Anschluss verwende ich noch ein Puder. Das hier ist das Indefectible 24 Stunden Halt Puder in der Farbe Beige habe ich das hier. Damit sette ich den Concealer und fahre aber auch mit einem fluffigen Blendepinsel nochmal komplett über die gesamte Foundation, um das ganze Make-up einfach haltbarer zu machen. Die Augenbrauen sind dran und hier habe ich einen wunderbaren Brow Artist Expert, mit dem ich ganz gut zurechtkomme. Der hat vorne eine angeschrägte Spitze, die man rausdrehen kann. Das finde ich auch immer sehr praktisch. Und damit ziehe ich mir die Augenbrauen nach. Wie ihr seht, habe ich nicht so viele Augenbrauen. Ich muss also immer ein bisschen Form vorgeben und Härchen imitieren und so. Hinten dran ist nochmal so ein kleiner Spoolie, mit dem ich die Haare ganz gut durchkämmen kann. Und um das Ganze dann, achso, ich benutze zwei Farben übrigens. Einmal die Farbe Cool Blond 102 und einmal die Farbe 105 Brünett. Für vorne etwas heller, für hinten etwas dunkler. Kämme mir das Ganze durch. Und zum Schluss verwende ich noch ein Augenbrauengel. Das heißt Brow Artist Plumper. Das ist so eins mit so ein bisschen Produkt vorne dran. Und das Bürstchen ist auch sehr, sehr klein, speziell gemacht für die Augenbrauen. Und dieses Schätzchen hier klumpt ganz gerne mal, deswegen mag ich es eigentlich nicht so gerne. Ich finde, da könnten sie noch ein bisschen was an der Formulierung tun. Nicht umsonst liegt es bei mir im Schrank und wird eigentlich selten benutzt. Es hält die Härchen, ja, nicht so lange, finde ich, und ich finde den Auftrag schwierig. Ich finde das Bürstchen davon nicht optimal und das Produkt darauf auch nicht.
Das Augen-Make-up entsteht heute mit den L'Oreal Eye Paints. Die sind relativ neu im Regal und die sind super, super toll. Ich möchte euch aber vorher kurz meinen absoluten Liebling von L'Oreal vorstellen. Das ist auch erst vor kurzem rausgekommen, ich meine sogar in 2017 jetzt. Das ist der Infallible Gel Crayon 24 Stunden Waterproof. Ich habe den hier in Braun, weil ich finde den Schwarzen auch super. Also die Konsistenz ist einfach toll. Der gleitet, der hält lange, der ist wirklich waterproof, der ist super pigmentiert und es ist mein absoluter Lieblingskajalstift und ich benutze den sehr gerne in Braun, weil es ein bisschen sanfter aussieht als ein Schwarz. Ein Schwarz ist natürlich sehr dramatisch, benutze ich auch super gerne. Vor allen Dingen diese hier in allen Farben gibt es die, also in vielen Farben gibt es die und ich benutze die mega gerne. Und auch heute benutze ich den zum Einfärben meiner oberen Wasserlinie. Das heißt, ich fahre mit diesem Gelkajal an der oberen Wasserlinie entlang, um sie so ein bisschen dichter wirken zu lassen. Dieser Kajalstift ist so krass gut. Ich feiere den total, weil der so weich ist und super gut viel Farbe abgibt und es so schnell geht und dass es so lange hält. Und das ist einfach, ihr seht es mit Sicherheit, es hat jetzt so den Wimpernkranz verstärkt. Das heißt, meine Wimpernhärchen sehen jetzt von der Wurzel aus dichter und voller aus schon mal. Weiter geht's mit dem ersten Eye Paint. Das ist eine neue Farbe, die 306 Nudist, so heißt sie. Das ist ein wunderschönes Mandelbraun, sage ich immer dazu. Ihr macht euch selbst ein Bild zu dieser Farbe. Ich trage mir den jetzt auf. Was dabei wichtig ist, also der hat einen Applikator wie ein Lipgloss und man kann es auch direkt mit dem Applikator auftragen. Ich möchte einen Tipp weitergeben und zwar sind diese Eye Paints super, super haltbar. Ich trage darunter keinen Eyeshadow Primer, ich trage mir direkt das Produkt auf, aber man muss relativ zügig damit arbeiten, weil sie recht schnell antrocknen. Das heißt, wenn ihr sie einmal auftragt, geht nicht einen Kaffee trinken und versucht sie dann zu verteilen, das funktioniert nämlich nicht. Macht es sofort in einem Zug, bis ihr ein schönes Ergebnis habt und dann hält es auch wirklich den ganzen Tag. Ich starte jetzt mal mit der ersten Seite und zwar nehme ich die flache Seite und trage mir das wirklich auf das komplette bewegliche Augenlid auf. Ihr seht es richtig vom Anfang bis über das Augenlid bis hinten hin und richtig gut Farbe nehme ich da. Das soll richtig schön mein Augenlid abdecken. Und im Anschluss lege ich das flott zur Seite und nehme dann meinen Finger und verblende das nach oben. Das heißt, ich gehe nicht genau auf das Augenlid drauf, wo die meiste Farbe ist, sondern ich gehe wirklich nur an den Rand und verblende diese Farbe nach oben. Das könnt ihr mit allen Farben so machen. Ich habe auch ein etwas dunkleres Braun, mit dem ich das gerne mache, aber das ist so richtig schön. Also für den Alltag trage ich nur das, nur das. Und jetzt lasse ich das Auge so ein bisschen so hängen, damit es so nicht vermatscht und lass es ein bisschen trocknen und es geht relativ flott und dann in der Zwischenzeit mache ich das andere Auge, dann ist es getrocknet und dann machen wir weiter mit dem nächsten Eye Paint. Ihr müsst das übrigens nicht unbedingt mit dem Finger machen, ihr könnt auch einen Blendepinsel da zur Hand nehmen und wirklich dann genau am Rand arbeiten, das geht vielleicht für den einen oder anderen etwas einfacher. Mir fällt es am leichtesten mit dem Finger, dieses nach oben verblenden. Nur bei manchen kräftigeren Farben klappt es vielleicht auch nicht so gut. Hier bei diesem Nude-Ton ist es wirklich wurscht. Das klappt immer, das klappt bei jedem mit dem Ringfinger so nach oben. Aber bei kräftigeren Farben könnte es hilfreich sein, einfach so einen schönen Blendepinsel, so einen fluffigen Pinsel zur Hilfe zu nehmen und das damit einfach ein bisschen präziser auszublenden. Die nächste Farbe ist schon ein bisschen länger im Sortiment. Das ist die Farbnummer 101 Eternal White. So sieht der aus. Der ist wirklich weiß oder weißlich. Ich gebe mir davon ein bisschen was auf den Handrücken und ihr seht, wie der strahlt. Und auch der ist super gut pigmentiert, deswegen etwas vorsichtig mit dieser Farbe. Ich nehme hier so einen Pencil Brush und gebe mir damit ganz leicht das Produkt vom Handrücken auf den Pinsel und in den Augeninnenwinkel. Das bringt das Auge so zum Strahlen und auch diese Farbe, es gibt auch übrigens noch einen richtig schönen Champagnerton, auch diese Farbe hält den ganzen Tag. Also wie gesagt, dadurch, dass man sie zügig aufträgt, so wie man es braucht, leicht oder stark, hält es wirklich den ganzen Tag und ihr habt da richtig lange was von. Und deswegen, so klein wie die aussehen, da kommt ihr ewig mit aus. Monatelang kommt ihr damit aus, selbst bei täglicher Anwendung, würde ich sagen. Ja, das war das. Also es ist bis jetzt relativ einfach gewesen. Jetzt kommt es so ein bisschen tricky, der tricky Teil. Und zwar nehme ich jetzt ein wunderschönes Lila. Diese Farbe ist die 207. Das ist ein richtig dunkles Lila. Und den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Und zwar trage ich mir das direkt zwischen die Härchen und unter den Härchen auf. Nicht vergessen, ein blödes Gesicht zu machen dazu. Und weil es so schnell geht mit dem Trocknen, stecke ich das jetzt ganz schnell hier wieder rein, schwubbliwupp, nehme meinen Pinsel
und arbeite das mit dem Pinsel richtig zwischen die Härchen ein. Also richtig dazwischen quetschen. Und dann nehme ich wieder den Blendepinsel von vorhin und blende das aus, also dass es so richtig schön rauchig aussieht. Also die Farbe geht nicht verloren bei diesem ganzen Prozedere. Ihr habt trotzdem noch ein kräftiges Lila, vor allen Dingen, wenn man genau hinschaut. Das ist aber so schön dunkel, dass es wirklich so, es ist schon ein bisschen subtil und trotzdem auffallend. Das mag ich so gerne daran. Und wenn das dann richtig schön verblendet ist, hält auch das ewig und drei Tage und ist so ein richtiger Eyecatcher. Ihr seht also, habt keine Angst vor diesen Eye Paints, vor der cremigen Textur, von den kräftigen Farben. Traut euch einfach mal was. Ihr könnt es so einsetzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es mit den Fingern machen, mit dem Pinsel machen, am unteren Wimpernkranz. Einfach ein bisschen experimentieren. Die Dinger machen nämlich echt Spaß. Jetzt fehlt noch Mascara und ich liebe L'Oreal Mascaras, sehr, sehr viele davon. Ich finde, die machen immer richtig gute Wimperntuschen. Und viele von euch hatten mich nach der Sculpt gefragt, wie man die genau anwendet. Ich würde euch das gerne zeigen, die ist aber fast leer. Ich probiere es trotzdem. Eine meiner Liebsten ist trotzdem diese False Lash Schmetterling Intensa. Die werde ich mir zur Hilfe nehmen, falls die hier nicht mehr ganz so viel Farbe abgibt. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar hat diese Mascara eine Seite, die flach ist. Damit kann man sich die obere Wasserlinie stempeln und mit der anderen Seite kann man die Wimpern tuschen. Das ist viel einfacher, als viele von euch denken. Also mit der flachen Seite, wenn ihr das gewohnt seid und das könnt, könnt ihr problemlos eure obere Wasserlinie stempeln. Ich brauche das jetzt nicht, ich habe ja schon den Kajal drauf gemacht. Und dann drehe ich das um und habe hier die Zacken oben und dann setze ich mir das hier unten direkt an der Wurzel der Härchen an und ziehe das in zackigen Bewegungen nach oben. Also zickzack, zickzack, immer so. Und es ist schwierig jetzt, weil, wie gesagt, die ist schon so ein bisschen angetrocknet. Aber ihr erwischt damit einfach jedes Härchen. Und das Tolle ist, dadurch, dass ihr direkt am Wimpernkranz seid, könnt ihr mit diesen Bürstchen die Haare richtig gut greifen und die nach oben biegen. Also ich liebe diese Mascara abgöttisch. Ich kann damit umgehen. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, es hat euch jetzt in irgendeiner Weise auch geholfen. So sieht das Ergebnis jetzt erstmal aus. Ich werde jetzt nochmal mit der anderen Mascara hinterhergehen und das nochmal so ein bisschen auffächern und ein bisschen mehr Farbe drauf geben. Aber ja, so funktioniert das theoretisch. Jetzt werde ich noch ein bisschen konturieren und ich verwende diese Indefectible Sculpt Contouring Palette. Das ist ein Contouring Ton und ein Highlighter. Den cremigen Highlighter mag ich nicht so gerne, dann nehmen wir gleich was anderes. Aber ich gehe in diese cremige Textur hinein, die wird nämlich zu Puder auf der Haut. Die habe ich jetzt auf dem Pinsel und dann setze ich mir hiermit die Kontur. Falls ihr nicht wisst, wo die Kontur ist, könnt ihr das ganz einfach erfühlen, indem ihr euren Wangenknochen abtastet und direkt darunter geht. Meistens ist es so, von der oberen Stelle des Ohrs geht es so runter. Und wenn ihr die Kontur setzt, so, ganz grob erstmal, dann denkt daran, dass ihr nicht zu weit runterzieht, nicht bis zum Mund, sondern maximal so bis zum Inneren der Iris. Viel weiter sollte das Ganze nicht gehen. Ich trage das hier mit einem Konturenpinsel auch tatsächlich auf. Der ist sehr hilfreich, auch speziell für Anfänger, finde ich. Da kann wirklich jeder mit konturieren, weil man damit sehr gezielt erstmal das Produkt aufgeben kann. Und gleichzeitig ist der fluffig genug, dass man es damit auch so ein bisschen verteilen kann. Und das ist schon meine Kontur. Also so schnell geht das. Ich gehe einfach in das Produkt hinein, nehme ein bisschen was auf. Wie gesagt, es ist eine cremige Textur. Na, hier ist der Wangenknochen. Und dann gebe ich das erstmal so grob auf. Ihr habt es gesehen, einfach nur so zweimal so hin und her. Und kann es dann nochmal so ein bisschen angleichen und ausblenden. Und dann wieder gucken, dass ihr nicht zu weit in die Mitte kommt. Dieses Contouring-Produkt setze ich auch sehr gerne hier unten ans Kinn. Weil ich möchte, dass es optisch ein bisschen kürzer wird. Das ist immer so von Gesichtsform zu Gesichtsform anders natürlich, was man betonen will. Das hebt man mit Highlighter hervor und was in den, was zurücktreten soll in den Schatten, das schattiert man mit einem Contour, mit einem dunkleren Contouring-Produkt. Ich gebe mir das auch ganz gerne hier unten noch so ein bisschen auf. Das ist so, ne, nochmal zusätzlich so ein Schatten. Und was man auch machen kann mit diesem Contour-Produkt, hier oben nochmal so ein bisschen lang gehen. Ich habe übrigens bei dieser Contouring-Palette die hellste Farbe. Das ist die Farbe Light 01, weil dieser Ton einfach am aschigsten ist, finde ich. Ich finde, die von der dunkleren Palette ist mir zu rotstichig. Damit kann ich nicht so gut konturieren. Bei dieser Light-Version finde ich den Ton schön aschig, sodass es mir am allerbesten gefällt. Und ich werde jetzt aber trotzdem nochmal mit einem Bronzer darüber gehen. Und da nehmen wir auch wieder einen Klassiker. Das ist aus der Glam Bronze Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es die immer gibt.
Ich glaube, das war eine LE. Tut mir leid. Auf jeden Fall haben die natürlich auch Bronzer bei L'Oreal. Und zwar sieht er so aus. Und ich gehe jetzt wirklich nur in diesen Bronzing-Ton hinein mit einem angestreckten, fluffigen Pinsel und trage mir dann zum Aufwärmen des Gesichtes über der Kontur den Bronzer auf. Und das mache ich mit einem fluffigen Pinsel, weil ich halt ein bisschen mehr Produkt verteilen will. Gehe dann auch nochmal so an der Stirn entlang und über die Kontur und über die Kontur hinaus natürlich. Auch so ein bisschen über die Wangenknochen. Und das Gleiche kann man selbstverständlich auch nochmal hier unten so am Hals machen, damit das schön angeglichen ist. Und ich glaube, man sieht einen Unterschied. Hier ist konturiert und gebronzt. Hier ist nur konturiert. Das ist einfach, das wärmt das Gesicht nochmal so richtig schön auf. Bei diesem Bronzer ist auch ein Highlighter-Ton enthalten und ich nehme jetzt mit diesem Pinsel nur den Highlighter-Ton auf und setze mir den auf den obersten Punkt meiner Wangenknochen, also wirklich nur hier oben hin, nicht runter und auch nicht auf die Wangen hier vorne, sondern wirklich nur auf diesem Stück. Ihr seht es jetzt, darauf konzentriere ich mich und da trage ich den Highlighter gezielt auf, sodass es so ein bisschen schimmert und nochmal das Gesicht so belebt. Wisst ihr, wie ich meine? Also der ist auch nicht so stark, der ist sehr dezent, aber ich mag den trotzdem ganz gerne. Ich gehe auch noch mal so ein bisschen hier unten an der Stirn lang und dann habe ich noch ein Highlight gesetzt. Man kann auch nur so ein bisschen über die Nase gehen. Um dem Gesicht zusätzlich noch ein bisschen Frische zu verleihen, verwende ich natürlich auch einen Blush. Ich habe hier die neue Blush-Palette in Pink. Einer meiner Lieblingsblushes von L'Oreal ist aber auch dieser hier. Das ist die Nummer 120 Rose Santal. So sieht die aus und ich finde, die ähnelt diesem letzten Ton hier in der Blush-Palette. Deswegen nehme ich jetzt diesen Ton hier auch mit einem Blush-Pinsel auf. Das ist, glaube ich, gar kein Blush-Pinsel. Aber ich mag es ganz gerne, wenn ich Blush auftrage mit einem etwas kleineren Pinsel, weil ich da gezielter arbeiten kann. Und zwar setze ich mir den, mache so ein bisschen so, setze mir den so seitlich an. Boah, der ist ja hammermäßig pigmentiert. Oha! Und auf der anderen Seite natürlich auch. Also ich gehe jetzt gar nicht mehr in das Produkt rein, sondern ich setze mir den Blush hier an und ziehe das so ein bisschen nach hinten, so in Richtung des Highlights. Einfach zwischen Highlight und Bronzer. Boah, ist der schön. Ganz, ganz, ganz toller Blush. Der hat auch so ein bisschen Schimmer mit drin. Das macht das Ganze natürlich nochmal extra frisch. Und wenn der Blush sitzt, mache ich auch ganz gerne nochmal so. Einfach, das wirkt runder. Jetzt fehlt nur noch der Lippenstift und mit einem passenden Lippenstift kann man den Look sehr stark verändern. Zum Beispiel trage ich den Lip Paint in Matt in der Farbe 201 Hollywood Beige. Das ist sehr alltagstauglich und wirkt schön, harmlos, aber gleichzeitig frisch. Das einzige Highlight bleibt hier die untere Wasserlinie in Lila. Die Farbe 210 Dead Lips ist schon ein etwas mutigeres Nude, weil es ein bisschen einen gräulichen Einschlag hat. Das macht das Ganze sehr monochrom insgesamt. Auch hier bleibt das Highlight das Lila bei dem Look, aber trotzdem mag ich die Farbe sehr gerne. Es wirkt echt unauffällig und ja, recht einheitlich. Wer noch ein bisschen mutiger ist, wagt sich mit der Farbe 212 Nudist schon mal so ein bisschen mehr in die Lila-Richtung. Ich finde das sehr schön in Kombination mit dem Eye Paint und ja, für mich sieht das sehr harmonisch aus und ein bisschen gewagter. Das ist auch die Farbe, die mir persönlich am besten gefällt dazu. Wer es völlig übertreiben möchte, kann natürlich noch ein krasses Lila dazu nehmen. Das hier ist die Farbe 207, Wuthering Purple. Das ist mir jetzt aber zu krass, um ihn aufzutragen. Wie gesagt, ich bin jetzt, das ist also nochmal mehr Lila. Ich bin jetzt voll hängen geblieben bei dieser Farbe hier. Die gefällt mir am allerbesten. Sieht so ein bisschen grungy aus, aber edel grungy. Ansprechend grungy. Also wie gesagt, mir gefällt diese Lippenfarbe am allerbesten. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Farbe euch am besten gefallen hat und was mich brennend interessiert ist, euer Lieblingsprodukt von L'Oreal. Habt ihr eine bestimmte Lippenstiftfarbe? Habt ihr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Mascara oder ein Make-up oder wie auch immer, was ihr liebt von L'Oreal, worauf ihr nie wieder verzichten möchtet? Dann lasst mich das gerne wissen. Falls ich es noch nicht kenne, würde ich mir das gerne mal angucken. Und falls ich es hier habe, vielleicht baue ich es dann in den nächsten Look mit ein, weil ihr ja gesagt habt, schmink ruhig nochmal irgendwann einen Look mit L'Oreal-Produkten, weil ich habe so viel hier, wie gesagt. Und da kann ich natürlich noch mehrere Looks mitschminken. Wenn ihr das möchtet, lasst mich das auch gerne wissen. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Und ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!